Und nun nach Berlin, zum internationalen Freistilringen in der Sporthalle am Funkturm. Hier versuchen der bulgarische Wuschelkopf Zigulinoff und der deutsche Meisterringer und Schauspieler Hans Schwarz Junior an ihren gegenseitigen Polen und Gegenpolen einen Stützpunkt zu finden. Hans Schwarz besiegte den bulgarischen Rübezahl. In einem zweiten Kampf bearbeiteten sich der Österreicher Josef Stoffan, lange Hose, und der Schweizer Paul Berger. 260 Pfund wiegt der Wiener Koloss. Doch dem wackeren Eidgenossen können die österreichischen Fleischmassen nicht imponieren. Dieser Kampf endete entschieden, unentschieden. K.O. zur Rechten wie zur Linken.